Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich euch im Techniksonntag die Joseph's Code Technik vorstellen. Ich habe sie umgesetzt fürs Technikbuch und sie ist losgeschickt. Und ich warte auf die Rückmeldung und ich habe also in der Anleitung hier auch geschrieben, am 13.05.2018 geht ein Blogbeitrag auf der Webseite online. Dieser enthält ein Video, welches die Erstellung der Technik zeigt und das wollen wir heute machen. Den 13.05. habe ich mir natürlich nicht umsonst ausgesucht, es ist ein Sonntag und damit begrüße ich natürlich auch einfach meine Follower zum Techniksonntag. Und wir machen Joseph's Code. Ich zeige euch einfach, was ich gemacht habe für das Technikbuch. Das sieht so aus. Ich habe das Ganze noch gemattet auf Himbeerrot. Das habe ich mit dieser Karte nicht. Aber im Technikbuch ist es noch gemattet. Und wie wir das erstellen, das zeige ich euch jetzt. Und zwar nehmen wir ein Blatt Papier. Ich nehme jetzt übrigens andere Farben, zeige euch aber zwischendurch die Farben, die ich benutzt habe aus dem alten Set, wie es geworden ist. Genau, um das nachzumachen, habe ich mich jetzt aber entschlossen, weil zwischenzeitlich hier ein Karton angekommen ist, werde ich die neuen Farben benutzen. Und zwar habe ich mich entschlossen für Blütenrosa, Lindgrün, Ananas und Grapefruit. Wir werden das jetzt auf 4 aufsetzen. In meiner Technik vom Technikbuch setzt das auf 3 auf. Und wir werden es jetzt nicht mit Himbeerrot decken, sondern mit Schwarz. Aber ich zeige es euch jetzt, wie es funktioniert. Also, ihr braucht Stempelfarbe und Fingerschwämmchen. Die sind natürlich noch ganz neu, weil wir ja auch mit den ganz neuen Farben arbeiten. Wir fangen einfach mal an. Ich würde vorschlagen mit der hellsten Farbe. Das ist in dem Fall Lindgrün. Ja. Zweite Mal, dass die Farbe offen ist, merkt man. So, ich habe mir die Fingerschwämmchen immer beschriftet, weil ich die nicht sauber mache. Ich benutze so häufig Fingerschwämmchen, dass es sich nicht lohnt, sauber zu machen, sondern ich lasse sie einfach trocknen und benutze sie halt nur für Lindgrün. So. Und am Anfang müssen wir natürlich erstmal zusehen, dass wir ein bisschen Farbe aufnehmen. Das kann man hier im Stempelkissen auch gerade sehr schön sehen, wie jetzt das Fingerschwämmchen die Farbe aus dem Kissen saugt. Nämlich hier, wo diese helle Stelle entstanden ist, ist halt die Farbe jetzt im Fingerschwämmchen. Und dann können wir ganz gemütlich anfangen, Tupfen zu machen. Es gibt übrigens, also diese Technik heißt Joseph's Code. Vielleicht habt ihr schon mal was gehört von Jenny's Code und nicht Joseph's Code. Kann ich euch auch kurz erklären. Jenny's Code setzt auf Designpapier auf. Das heißt, das, was wir hier gerade machen, nämlich uns selber Designpapier zu basteln, das braucht ihr beim Jenny's Code nicht, weil ja das Designpapier schon bunt ist. Und beim Joseph's Code müssen wir uns erst noch buntes Papier machen. So. Keine Sorge, das wird auch noch heller. Es muss ja dann noch trocknen. Dann nehmen wir uns die nächste Farbe. Das ist in dem Fall Blütenrosa. Hier auch, oh, kann man sehr schön sehen, wie sofort die Farbe aufsaugt.
Ist übrigens das allererste Mal, dass ich mit diesen neuen Farben arbeite. Bin total gespannt gerade mit euch auf das Ergebnis. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt angekommen sind und dass ich damit jetzt arbeiten kann. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie es wird. Aber schlussendlich ist es nicht so schlimm. Ich möchte euch ja nur die Technik zeigen. Karte ist ja Gott sei Dank schon fertig. Das Technikbuch ist schon abgeschickt. So, das war Farbe Nummer 2. Dann kommt Farbe Nummer 3. Da nehme ich jetzt mal Ananas. Auch hier könnt ihr wieder sehen, wie schön man mit so einem Fingerschwämmchen die Farbe aus dem Kissen ziehen kann. Es ist auch nicht so wichtig, dass jetzt alle weißen Stellen weg sind. Also man kann schon auch ein paar Stellen lassen. Aber es ist halt schon auch schön, wenn es überwiegend bunt ist. Ihr seht bestimmt noch was, ne? Wo man so noch stempeln kann. So, erstmal. Wir arbeiten gleich noch ein bisschen nach. Und jetzt nehmen wir auch noch Grapefruit dazu. Bin mal gespannt, wie Grapefruit mit dem Blütenrosa arbeitet. Geht aber. Ist halt bunt, ne? Genau, das soll es aber ja auch sein. Dafür machen wir das Ganze ja. So, und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir so ein bisschen die großen weißen Stellen noch abgedeckt kriegen. So. Ja, wird langsam, wird sehr schön. Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall vorstellen, ne? So, das war Schritt Nummer 1, Erstellung von DSP. Und jetzt ist es zwischen Jennys Code und Josephs Code einfach gemeinsam, nämlich wir haben das bunte Papier und arbeiten weiter. Ich zeige euch jetzt auch mal das bunte Papier, was ich erstellt habe für meine Technik vom Technikbuch. Das ist nämlich dieses hier. Das ist Wassermelone, Osterglocke und Kirschblüte. Stimmt das? Ja. Bleibt auch nicht viel von über, wie ihr seht. So. Der nächste Schritt heißt jetzt warten, bis es trocken ist. Oh ja, das nehmen wir schon so. Dann brauchen wir Versamark und
einen beliebigen Stempel, den wir benutzen wollen. Ich habe ja aus der Kreativkiste benutzt den Stempel für das Technikbuch. Jetzt benutzen wir einfach ein paar Kreise, die wir hier so bunt aufs Papier stempeln. Wichtig ist, dass ihr ein bisschen aufpasst, dass ihr hier nicht alles übereinander stempelt, sondern schon so ein bisschen auch nebeneinander stempelt. Ja, könnt gehen. Ihr seht natürlich nichts, weil Versamark ist ja im Endeffekt einfach nur so ein bisschen klebrig. Es ist keine richtige Stempelfarbe. Und auch jetzt seht ihr noch nicht ganz so viel. Jetzt bekommt das Ganze klares Embossingpulver oben drüber. Jetzt mal eben gucken, da kann ich, glaube ich, hinfassen. Das habe ich hier in einer Schale und kann es jetzt ganz einfach hier drüber geben. Und dann so ein bisschen darauf achten, dass ich auch das hier wieder zurück in die Schale gebe und nicht nebendran. Hat schon nicht ganz geklappt. So, dann können wir das noch mal einmal umdrehen. Hier in der Ecke ist nämlich nichts, da kann ich auch wieder hinfassen. Hier kann man jetzt auch ganz schön sehen, wie das Pulver, kann man das überhaupt sehen? Ich kann es gerade in der Kamera nicht sehen. Ja, also wie das Pulver jetzt kleben bleibt an den gewersamarkten Stellen, heißt das so? Also an den Stellen, die ich gerade mit Versamark eingestempelt habe. So, und ich lasse euch ganz kurz alleine und gehe ganz kurz embossen. Und bin dann gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich unser Papier geembossed. Jetzt kann man das so ein bisschen glänzen sehen. Und jetzt werden wir den nächsten Step einläuten. Ich habe auch mein altes nochmal eins geembossed. Damit werden wir jetzt weiterarbeiten. Wir brauchen Himbeerrot. Und eine Schwammwalze für Himbeerrot. Und dann nehmen wir uns also aus dem Stempelkissen Farbe auf. Und rollen die hier mal großzügig drüber. Ich halte jetzt mal meinen Schnabel, dann machen wir nämlich ein bisschen Schnellvorlauf. Das dauert hier nämlich jetzt ein bisschen. Und damit ihr das alles ein bisschen schneller seht, wie sich das entwickelt, mache ich jetzt einen Schnellvorlauf. Also bis gleich. So, ich habe jetzt mal eine ganz kleine Ecke offen gelassen, weil ich da angefasst habe. Diese Rottöne sind ja immer ganz brutal zum wieder abwischen. So, und jetzt nehmen wir noch ein Tuch und wischen quasi das Geembosste wieder frei. So. Und da kommt jetzt die Farbe wieder durch, die wir vorher drauf getragen haben.
Je länger ihr jetzt mit der Farbrolle noch hier drüber rollt, desto dunkler wird es im Endeffekt auch noch. Meins war schon noch ein bisschen dunkler. Ich habe es allerdings, muss ich dazu gestehen, auch nicht mit der Farbrolle gemacht, sondern ich habe noch ein älteres Gerät. Das ist unser Brayer. Der ist abwaschbar und ich habe zwar eine Farbrolle in Himbeerrot, aber es funktioniert einfach besser. Ich habe ja fast 50 Stück davon gemacht. Der hat auch einfach eine größere Rollfläche und schafft ein bisschen mehr. So, den muss ich jetzt auch leider benutzen, weil ich habe nämlich kein weiteres Schwämmchen mehr. Und weil ich ja gesagt habe, wir wollen dieses hier jetzt in Schwarz decken. Ich drehe das mal eher ein bisschen um hier. Nehme ich jetzt den Brayer. Und weil Memento eine so schön abwaschbare Farbe ist, nehmen wir Memento. Ich will ja auch weiter nichts mehr machen damit. Ich habe auch schon das Nachfüllkissen dabei. Und halte jetzt wieder meinen Schnabel. Und ihr könnt jetzt dabei zusehen, wie das nächste kleine Kunstwerk entsteht. So, das ist schon ziemlich gut schwarz. Das lasse ich jetzt einfach so. Ich möchte noch mal eine kleine Sekunde was zu diesem Brayer sagen. Wie gesagt, den gab es früher bei Stamping Up. Es geht aber mit den Schwammwalzen genauso gut. Ich habe nur leider keine mehr, deswegen musste ich darauf gerade zurückgreifen. Ich habe in meinem letzten Workshop dieses Projekt auch schon gemacht. Und da bin ich leider alle meine sauberen, leeren, neuen Schwammwalzen losgeworden. Was auch toll ist, wir haben viele bunte Projekte zaubern können. Aber jetzt muss ich erst neue Schwammwalzen bestellen. So, und jetzt sieht man, was überbleibt von unserem Fingerschwämmchen-Gestempel. Habe ich jetzt also von dem Embossen die Farbe wieder runtergewischt. Und überbleibt eine tolle Hintergrundgestaltung. Kann man jetzt einfach noch irgendwo einen Gruß oder einen Glückwunsch draufkleben. Vielleicht noch ein Blümchen dazu. Und ja, schon ist eine Karte fertig. Joseph's Code Technik heißt's. Wie gesagt, Jenny's Code gibt's auch. Da stempelt man den Hintergrund nicht selber, sondern nimmt ein fertiges Designpapier und embosst da ein Blümchen drauf. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.